Hallo und herzlich willkommen zum ersten Advent im Jahre 2020 und somit zum ersten Video aus meiner Reihe Schenkt mehr Bücher. Das Ganze wird jetzt da kurz nur etwas weihnachtlicher, weil so geht es schon mal gar nicht. Besser. Also, ich möchte euch kurz das Konzept erklären von dem, was wir jetzt haben. Als weiß nicht selbsterklärend. Ich möchte euch an jedem Adventssonntag Tipps geben für gewisse Menschen, die gerne lesen. Also jeden Adventssonntag gibt es ein bestimmtes Genre, zu dem ich euch ein paar Buchtipps sage. Und heute starten wir gleich mal mit einem der vermutlich am meistgelesenen Genres und dadurch natürlich auch eines der meist verschenkten Genres, nämlich mit Krimi und Thriller. Denn nicht jeder Krimi und nicht jeder Thriller ist für jeden Krimi-Fan geeignet. Es gibt da nur mal ganz eigene Kategorien. Starten wir mit Kategorie Nummer 1. Schon Krimi, auch spannend, aber schon auch lustig. Die wohl berühmtesten Vertreter dieser Kategorie sind die Eberhofer-Krimis von der Rita Falk. Wer die Reihe nicht kennt, das sind die da Kaiserschmarrn-Drama, Gugelhupfgeschwader, diese Bücher. Aber was, wenn die Person schon alle Ritter-Falk-Krimis gelesen hat und 2020 der neue Band aufs nächste Jahr verschoben worden ist? Jetzt komm ich ins Spiel. Ich zeige euch jetzt ein paar Autoren, die ebenfalls Reihen haben, die in die Richtung von der Ritter-Falk gingen. Starten da mal mit Jörg Maurer und seinem Kommissar der Jännerein. Der neueste Band von seiner Reihe heißt Den letzten Gang serviert nur der Tod. Der davor hat zum Beispiel geheißen, im Schnee wird nur dem Tod nicht kalt. Das sind also Alpenkrimis, die sehr witzig geschrieben sind, dabei aber trotzdem auch wirklich einen Fall auflösen. Also ähnlich wie bei der Ritter Falk. Eine ebenfalls schon sehr lang andauernde Reihe, die ja sehr beliebt ist, ist die Kluftinger Reihe von Klüpfel und Cobro. Ich denke, man spricht das einfach so aus, Cobro. Da gibt es mittlerweile 11 Bände, der neueste ist, glaube ich, erst letztes Monat oder vor 2 Monaten erschienen. Und es ist der Funkenmord. Ich finde, das ist eine Reihe, wo das Cover nicht gleich verrät, um was es eigentlich geht. Weil beim Jörg Maurer, das kann man schon erkennen, dass es eben auch so ein bisschen in Richtung Ritter Falk geht. Bei den Kluftinger Romane finde ich aber gar nicht so. Und darum ist es wichtig, dass ich euch den Tipp auch noch gebe, damit ihr es gleich mal auschecken könnt. Eine etwas andere Gegend, aber trotzdem auch Bücher, die sehr gut in diese Kategorie passen, sind die Krimis von der Gisella Pauli. Die sind auch sehr witzig geschrieben. Es geht um die Mama Carlotta. Und ja, die ermittelt mittlerweile in bereits 13 Bänden. Das heißt, wenn man mal fertig ist mit den 12 Ritter Falk Bände, kann man da auf jeden Fall weitermachen. Wie gesagt, das Ganze spielt zwar nicht im Alpenraum, sind aber trotzdem auch sehr witzig geschrieben und es ist trotzdem ein spannender Krimi. Für alle, die ohne Humor an die Sache rangehen wollen und eher an klassischen Krimi suchen, ist die nächste Kategorie. Die Klassiker. Diese Kategorie ist für Menschen, die bereits alles von der Agatha Christie gelesen haben und sie einfach die guten alten Krimis wieder zurückwünschen. Gleich zu Beginn dieser Kategorie möchte ich sagen, einige Sprachwissenschaftler und Menschen, die in Literatur sehr bewandert sind, haben bereits festgestellt, dass der Agatha Christie einen sehr eigenen Sprachstil hat und eine sehr eigene Art, Sätze zu formen und diese zu einer Geschichte zu bilden. Das heißt, es wird wohl kaum jemanden geben, der genau so in dieser Art und in dieser Klasse und auf dieser hochwertigen Schiene, es ist nicht das Wort, aber das Wort, das ich sagen will, fällt mir gerade nicht ein, der in dieser Art schreibt, wie es Agatha Christie macht. Ich zeige euch jetzt in dieser Kategorie aber trotzdem klassische Krimis, die dem ein oder anderen Agatha Christie-Fan durchaus gefallen könnten. Starten möchte ich mit Inspektor Barnaby von der Caroline Graham. Das Ganze spielt im ländlicheren England und wir haben einen sehr eigenwilligen Inspektor. Es ist eine Reihe mit bereits mehreren Teilen und wie eben in dieser Kategorie gewünscht, ein sehr klassischer Krimi, der einfach nur diesen einen Kriminalfall auflösen will. Das Ganze ist nicht blutig, das Ganze ist spannend und durch diesen eben, wie schon gesagt, etwas eigenwilligen Inspektor bekommt es trotzdem einen sehr eigenen Stil. Etwas moderner als wie Agatha Christie oder eben der Inspektor Barnaby,
trotzdem von der Art her aber sehr solide und gute Krimis, schreibt Martha Crimes. Von dieser Reihe gibt es bereits 25 Bände. Und was vielleicht sehr gut ist für den Menschen, der das verschenken will, man muss sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge lesen. Es gibt Krimis, bei denen ist es mehr oder weniger wichtig, aber in manchen Thriller-Reihen, die ich da stehen habe, vom Grundprinzip her ist es aber egal. Es ist leichter in der richtigen Reihenfolge. Bei dieser 25 ist es aber wirklich egal. Es sind alles ineinander abgeschlossene Fälle und für Fans von klassischen Krimis sehr zu empfehlen. Zum Abschluss möchte ich noch einen männlichen Autor vorstellen, den ich selbst nur durch das Internet entdeckt habe. Und zwar Harry Kemmelmann mit seiner Reihe rund um den Rabbi Small. Bei dieser Reihe steht er sehr scharfsinniger, durchaus ein etwas eigenwilliger Hobbydetektiv im Mittelpunkt. Laut dem Internet ist es aber da sehr wichtig, dass man auf jeden Fall mit dem Freitagsband beginnt. Ich werde euch das da jetzt kurz einblenden. Und ja, außerhalb dieser zwei Genres mit lustig oder klassisch möchte ich euch jetzt nur ein paar außergewöhnliche Krimis zeigen. Spezielle Krimis. Starten möchte ich mit dieser sehr abgetreten Story, Ed ist tot, von Russell D. McLean. Das Ganze beginnt eigentlich sehr harmlos. Es geht um die Jen, das ist die da. Die ist eigentlich Buchhändlerin, aber eines Tages kommt sie heim und glaubt, es ist ein Einbrecher in ihrer Wohnung und sie ersticht ihn. Erst später stellt sie raus, dass dieser Einbrecher ihr Ex-Freund war. Und da beginnt das Ganze ein bisschen den Bach runterzugehen und ja, sie findet sich auf einmal in sehr kriminellen Machenschaften wieder und versucht da wieder irgendwie rauszukommen. Nur ein kurzes Shoutout an den Golconda Verlag. Ihr solltet da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Der hat einige sehr gute Bücher. Das Buch ist eigentlich im Stil dieser eben alten klassischen Krimis geschrieben, dabei aber komplett abgedreht. Also die Story ist komplett wupp. Ein kleinstes Problem ist es am Schluss, diese Leiche verschwinden zu lassen. Aber ich finde das Cover Lage ziemlich genial. Und auch da am Rand. Ja, also wie gesagt, das Cover hat mich eigentlich sehr angesprochen. Der Titel ist ein bisschen schräg, aber die Story auch. Also für Menschen, die einfach mal ein bisschen anderen Kriminalroman lesen wollen, sehr zu empfehlen. Ein weiterer Krimi, der von seiner Story im Prinzip her nicht so außergewöhnlich ist, aber einfach aufgrund seiner landestypischen Eigenheiten und wo er spielt, sicher nicht für jeden etwas ist, ist Die Tote im Badhaus von Sujata Masai. Das ist der erste Band der Reihe rund um Rai Shimura. Heißt sie so? Ja, Rai Shimura. Das Ganze startet in einem typischen Badehaus in Japan, in den japanischen Bergen. Und Rai, das ist da die Hauptperson, ist eigentlich keine Detektivin. Das Ganze ist immer eher so Hobbydetektivmäßig. Aber was bei diesem Buch eben so spannend ist, sind die Einblicke, die man in die japanische Kultur kriegt. Das Ganze ist irgendwie so ein Blick hinter die Kulissen. Es ist teilweise beim Lesen etwas schwieriger, weil das Ganze natürlich auch asiatische bzw. japanische Normen sind und hin und wieder auch so japanische Aussprüche einfach kommen. Das Ganze ist aber übersetzt, beziehungsweise kann man es auch kurz googeln. Und teilweise ist es schon sehr fremd, wie da manches funktioniert. Aber wie gesagt, trotzdem auch sehr spannend. Es ist ein klassischer Krimi. Eben am anderen Ende der Welt, auf einem Kontinent mit sehr eigenen Regeln. Und zum Herschenken für Japan-Fans oder Menschen, die jetzt einmal reisen, ich meine, jetzt ist es gerade schwierig, aber generell Japan-Fans, ist das auf jeden Fall geeignet. Und zum Abschluss des Krimi-Genres möchte ich jetzt nun eine relativ neue Reihe zeigen. Bis jetzt sind zwei Bände erschienen. Falls irgendwer jemanden hat, den er gleich zwei Bücher schenken will, weil man kann nie genug Bücher schenken. Es ist die Reihe rund um Frau Morgenstern. Der erste Band ist Frau Morgenstern und das Böse. Und der zweite ist Frau Morgenstern und der Verrat. Mir persönlich erinnert die Frau Morgenstern, also die Hauptperson in diesem Buch, irgendwie an die Ratched aus der Netflix-Serie Ratched. Ich kann euch nicht genau sagen, warum. Es ist natürlich am Cover auch irgendwie ein bisschen so. Aber auch von ihrem Charakter her und wie es sie gibt. Irgendwie gibt es da einige Parallelen, habe ich so das Gefühl. Ähnlich wie bei Ed ist tot, ist es auch da so, dass die Grundstory sehr klassisch ist, also sehr klassisch krimimäßig. Nur ist es so, dass die Hauptperson in diesem Buch eigentlich auch Kriminelle ist und durch einen Deal halt dann eher so zur Detektivin wird.
Und es gibt dann noch einige andere Sachen, die das Ganze ein bisschen abgedrehter machen. Ja, aber auch sehr zu empfehlen für Krimi-Fans. Jetzt aber weg von diesen super langweiligen, absolut einschläfernden, ohne Blut spritzenden Krimis. Wir machen uns auf zur nächsten Kategorie. Den Thrillern. Von Fitzek bis Winkelmann. Blut, Schmerz und ganz viel Spannung. Das Thriller-Genre ist riesig. Bei Krimis gibt es zwar einiges an Unterkategorien mit Sommer, klassisch, bla bla bla, aber Thriller sind halt einfach pfff. Und jeder hat so sein Liebling und sein Hassautoren. Ich habe übrigens gehört, der Thorsten liebt Fitzek. Eine meiner liebsten Thrillereien habe ich ja bereits im Horrorherbst gesagt. Das war die Gretchenreihe. Seht ihr die? Sie steht da, da unten. Eine weitere sehr geniale Reihe, die aber jedem Thriller-Fan geschenkt werden kann, sollte er sie noch nicht haben, ist die Christchurch-Reihe von Paul Cleef. Beziehungsweise muss es gar nicht die Christchurch-Reihe an sich sein, sondern einfach alles von diesem Autor. Zwei meiner liebsten Bände vorher möchte ich euch jetzt aber kurz ein bisschen genauer zeigen. Das ist Das Haus des Todes, das war das erste, das ich gelesen habe. Dabei geht es um den Caleb, ich habe keine Ahnung, wie man ausspricht, der seine Opfer in ein altes Schlachthaus bringt und dort ein bisschen mit einer spült. Und der 5-Minuten-Killer, das gehört nicht zur Christchurch-Reihe. Dabei geht es um den 5-Minuten-Killer, der den Angehörigen von Mordopfern nur mal 5 Minuten mit den jeweiligen Mörder der Opfer gibt. Er gibt ihnen diese Zeit der Rache, nur ganz viel wollen das leider eigentlich nicht. Und ja, das Ganze ist ein sehr abgedrehtes Spiel und sehr spannend. Sehr zu empfehlen, wie gesagt, die ganze Reihe. Vor allem kommt mir vor, ist der Paul Cleef bei uns irgendwie nicht so bekannt. Zumindest bei uns im Geschäft nicht so. Also vielleicht so ein kleiner Insider-Tipp, falls ihr einem Thriller-Fan irgendwas schenken wollt, was er noch nicht kennt. Eine nicht ganz so brutale, aber trotzdem sehr spannende Reihe ist die Vanitas-Reihe von der Ursula Poznanski. Das ist der zweite Teil. Ich habe wieder mal den ersten Teil herborgt und weiß nicht, wo er ist. Ursula Poznanski ist eine österreichische Krimi-Autorin, die unter anderem sehr gute Jugendbücher geschrieben hat, so wie zum Beispiel Erebos oder Saeculum und ähnliches. Habe ich bei meinen Kinder- und Jugendbuchtipps schon erwähnt, ich werde es euch da irgendwo verlinken. Bei diesen Büchern finde ich die Grundstory sehr interessant. Es geht nämlich um eine Floristin, die untergetaucht ist, nachdem es Sachen gesehen hat, die es nicht sehen hätte sollen. Und sie bekommt auf einmal blumige Grüße, also es wird sehr viel mit der Sprache der Blumen gemacht, was ich sehr interessant gefunden habe. Zum Beispiel, für was stehen Gänseblümchen, nein, es waren keine Gänseblümchen, aber für was stehen zum Beispiel Tulpen oder für was stehen weiße Rosen, für was stehen rote Rosen, okay. Für was rote Rosen stehen, wissen wir vermutlich alle. Aber ihr wisst, was ich meine, also sie bekommt halt dann verschiedene Blumen zugeschickt und ist sich am Anfang nicht sicher, ob jetzt irgendwer, der ihr eigentlich helfen will und weiß, wer sie ist, ihr helfen will. Oder ob die Menschen, vor denen sie sie eigentlich versteckt, ihr Versteck entdeckt haben. Das ist jetzt der zweite Teil. Ich werde euch da den ersten Teil einblenden. Ist ein sehr spannender und kurzweiliger Thriller. Ein Psycho-Thriller, den ich an dieser Stelle nur kurz erwähnen will, einfach weil ich finde, dass er wirklich sehr gutes Weihnachtsgeschenk abgeben könnte. Ich aber nur mein eigenes Video über ihn machen will, weil ich da über einiges mit euch reden muss, ist The Ending vom Ian Wright, keine Ahnung, der Untertitel ist Du wirst dich fürchten und du wirst nicht wissen, warum. Das Ganze ist ein Psychothriller, ist relativ kurz, relativ knackig und schnell zu lesen und relativ crazy. Nicht unbedingt von der ganzen Story her, aber das Ende, ja, es ist wirklich für Fans von kurzen Geschichten, und wirklich echt großen, starken Enden. Es ist schwierig, das zu sagen. Ich möchte euch heute jetzt einfach echt das nicht wegnehmen, diese Entdeckung. Aber Menschen, die gern Psychothriller lesen oder so Mindfuck-Filme gern schauen oder so ähnliches, denen könnt ihr dieses Buch auf jeden Fall kaufen. Sie werden damit eine Freude haben. Egal, ob es jetzt den Schreibstil, die Story, die Menschen oder was gut finden oder nicht, aber sie werden vor dem Ende nur lang reden. Sie werden euch lang in Erinnerung behalten, wenn ihr einer dieses Buch schenkt.
Am Ende nur ein weiterer Thriller, der ein bisschen abseits dieses Mainstreams geht, wie eben Winkelmann, Fitzek, Wer liegt da nur, ist so von so die Schnelle Neuhaus, Grisham und das alles. Ich bin da, um euch die Insider-Tipps zu zeigen. Sein blutiges Projekt von Graeme Macare Burney. Ich habe wieder mal keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Ich weiß nicht, ob er Schotte ist. Das Ganze spielt auf jeden Fall in Schottland. Und zwar im Jahre 1869. Und das Spannende an diesem Buch ist, dass man von Anfang an weiß, wer der Mörder war und wir die Story verfolgen. Und vielleicht soll es teilweise unsere Zweifel kriegen, vielleicht aber einfach bestärkt werden in dem, was wir sowieso von Anfang an schon gewusst haben. Wie schon gesagt, das Ganze spielt ein bisschen vor unserer Zeit, also 1869, in einem, hinten steht drauf, verschlafenen Bauerndorf an der Westküste Schottlands. Der Täter, wie gesagt, das wissen wir ja schon von Anfang an, ist 17 und hat drei Menschen auf sehr brutale Art und Weise getötet. Er hat sie erschlagen. Vielleicht so ein kleiner Insider-Tipp. Es ist jetzt nicht das absolut unbekannte Werk, ich meine, es ist vom BTB Verlag. Es ist nicht super brutal, also es ist jetzt nicht sowas wie ein Paul Cleef oder so. Wenn man das Ganze aber realistisch betrachtet, also so als wäre es wirklich passiert, ist es sowas sehr brutal und es ist sehr spannend. Und ja, für Thriller-Fans sehr zu empfehlen. Eigentlich sind alle Bücher, über die ich da rede, sehr zu empfehlen. Das Ganze hat eine sehr ruhige Erzählweise. Es ist einfach so ein bisschen ein Gänsehautbuch. Das war's mit meinen Geschenktipps für Krimi- und Thriller-Fans. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder mit einem normalen Video und nächsten Sonntag mit dem nächsten Buchschenktipps, nämlich aus dem Sachbuchbereich. Schenkt's mir Bücher her an Weihnachten.